Ich mal ein bisschen mit dem Oberkörper nach vorne. Kind, das ist gut. Hier. Ich warte und warte. Jeden Tag mit zwei gebrochenen Fingern bis nach Wannsee, das gibt's doch nicht. Ich warte und warte. Nachdem ich 5 Stunden in der Orthopädie-Praxis gesessen habe, hatte ich das Gefühl, dass mein Handgelenk inzwischen wieder von alleine zusammengewachsen ist. Nach 180 Minuten im Warteraum war ich mit sämtlichen Patienten per Du und kannte deren Lebens- und Leidensgeschichten. Und warte, und warte. Oh. Die Wartezeit, die man bei Ärzten verbringt, würde meistens ausreichen, um selber Medizin zu studieren. Also ich engagiere mich gemeinnützig im Aufbruch mit Herrn. Und ich bin der Meinung, dass es auch einen Aufbruch in den Gesundheitswesen geben sollte. Und warte und warte. Ich fahre jetzt zum Arzt. Und nehme nur einen Picknickkorb mit, denn ich werde genügend Zeit für einen Picknick im Wartbereich haben. Ärztemangel interessiert mich nicht. Ich mag mein gesundes Neukölln. Und warte. Und warte. Als Fachverkäuferin liebe ich meinen Kunden nur frische Botschaft, ohne lange Wartezeit.